Servus und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. So, anknüpfend an die letzte Folge, wir schließen mal hier diese Aufgabe ab. Ich habe hier irgendwie diesen Kram aufgeladen von diesem Leuchtturm. Das müssen wir hier hinbringen. Und in der Zwischenzeit sollte auch mein Handelsschiff hier bei der anderen Insel angekommen sein, sodass ich hier... Da kommt er, direkt angekommen. Okay, ich kann meine Baumaterialien hier abladen. Und die Siedlung ausbauen, beziehungsweise eben jetzt die Kakaoproduktion erhöhen. Damit ich auf der anderen Insel einfach ein bisschen mehr Platz bekomme, dann kann ich die Maisproduktion, darum geht es ja eigentlich, ne? Die muss ich ankurbeln und zwar ordentlich. Deswegen schickt man den auch gleich mal wieder zurück und schauen mal hier noch bei der anderen Insel vorbei, wo ich gedenke, mehr Mais anzubauen. Ah, okay, da wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Stein vonnöten sein und ein paar Bretter könnten die auch gebrauchen. Dann werden wir hier auch direkt noch was hinliefern und zwar parallel. Also ich lasse den jetzt nicht komplett zurückfahren. Sondern schnapp mir hier einen Dampfer. Der darf dann direkt nochmal ein paar Baumaterialien aufladen. Okay, eins nach dem anderen. Den können wir vervollständigen. Dann kriegt er direkt ein Feld spendiert. Hat auch den Vorteil, also da steht ja schon die Handelsroute, da muss ich da nicht irgendwie groß rumfummeln. Kann das einfach so laufen lassen. Und dann... Hat mich das jetzt keine Arbeitskraft gekostet? Das war doch gerade noch plus 100. Okay, verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Kann ich jetzt tatsächlich, ohne die Häuser ausbauen zu müssen, noch eine weitere Kakao-Plantage hier hinzimmern? Geht das? Das ist auf jeden Fall noch in Reichweite vom Lagerhaus. So. Wieso kostet mich das denn gerade hier keine Arbeitskraft? Das verstehe ich nicht ganz. Da stimmt doch was nicht. Im Staat Dänemark. Da ist doch irgendwas. Na gut, ich ziehe nochmal eine Plantage hoch. Das reicht für den Anfang. Um einfach den Verlust auszugleichen. Okay, die Aufgabe ist abgeschlossen. Belohnung ist überschaubar. Na, wobei Arbeitskräfte erforderlich minus 20 bei der Metzgerei. Naja gut, okay. Wer weiß. So schlecht ist es nicht. Aber ich will mich ja in erster Linie einfach nur mit ihr gut stellen. Darum geht's ja. Ich habe einfach so viele Probleme und jetzt noch parallelen Krieg zu führen. Nein, danke. Okay. Laden nochmal ein paar Bretter auf und ein paar von den Ziegelsteinen. Okay, und ich muss auch unbedingt wieder welche rüber transportieren. Beziehungsweise, die sind ja auch nicht so teuer. Da lassen wir hier auch einfach noch ein paar dazu kaufen. Kaufen und das erhöhen wir mal. So. Okay. Dann springen wir nochmal hier auf die Insel. Und das ist immer noch plus 100. Obwohl ich ja keinen Pendlerkai habe. Das ist schon merkwürdig, oder? Da stimmt doch irgendwas nicht. Aber okay, gut. Lass ich jetzt mal so laufen. Lassen wir mal so stehen. Gehen auf diese Insel. Und ersetzen mal auf jeden Fall zwei von den Kakaoplantagen durch Maisplantagen. Mal schauen, wie viele Felder brauchen die denn? 100, also wie viel... Ach, jetzt geht mir schon wieder hier auf die Nerven. Invasive Investitionen. Ach, weil die Olle da Anteile erworben hat. Wenn Sie das für angebracht wir lektorieren mal ein bisschen, wenn es geht. Werde ich es anordnen. Irgendwas, was möglichst wenig Einfluss kostet. Das wird vielleicht noch gehen. Okay, passt. Alles wunderbar. Geht doch nichts über Zensur. So, Anbaufläche 128 von 128 und der Mais braucht mehr. Das ist natürlich ärgerlich. Aber es war auch irgendwie klar. Wie sollte es anders sein? Aber das können wir hier in die Richtung ein bisschen weiter ausdehnen. Wir reißen mal zwei von den Dingern weg. Oder direkt drei. Ich glaube direkt drei. Okay, dann mehr Mais. Stellen wir mal hier hin. Ist jetzt hier die Arbeitskraft auch wieder gleich geblieben? Also da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Das ist aber sehr merkwürdig. Das muss ich gut im Auge behalten. So, mal maximale Feldausdehnung. Okay, das geht aber. Das geht. Das hat auch wieder keine Arbeitskraft gekostet. Naja. Hoffen mal, dass das alles irgendwie seine Richtigkeit hat. Und nicht, dass ich, wenn ich das Spiel dann wieder neu lade, überall Arbeitskraft fehlt. Das wäre natürlich ein bisschen uncool. So, das machen wir mal so und dann kommt hier noch eine hin. Vielleicht kriegen wir das mit den Feldern hier sogar noch alles unter. Drei weitere Maisplantagen, das sollte doch erstmal hoffentlich
das Schlimmste beseitigen. Den schlimmsten Mangel. Ah, das ist jetzt aber... Okay, die brauchen... Moment mal, welche Arbeitskraft brauchen die denn beide? Oder habe ich das beim Kakao? Ach, das ist ja gar keine Obrero-Arbeitskraft, ich Idiot. Das sind ja nur die normalen Siedler, die Journaleros, okay. Und davon braucht es nicht allzu viel. Okay, das erklärt einiges. Also eigentlich alles. Und hier bei dem Zeug, bei Mais ist es natürlich genauso. Das sind ja auch nur stinknormale Landwirte, Bauern sozusagen. Okay, cool. Dann, das passt erstmal, würde ich sagen. Was haben wir denn hier noch stehen? Kautschuk. Ja, das brauche ich schon. Ich würde das vielleicht jetzt erstmal so laufen lassen. Was wird hier noch produziert? Mais. Achso, das ist auch Mais. Kriegen wir hier vielleicht sogar noch ein weiteres Maisfeld unter, könnte ich mir vorstellen. Das könnte schon gehen, wenn wir hier ein paar Straßen wegreißen. Dann können wir das Maisfeld hier rüber noch ausdehnen. Diesen Straßenstumpf braucht eigentlich auch niemand, genauso wie das hier. Und das könnte schon genügen, um noch eine weitere Maisplantage hier hinzustellen. Dann hätten wir vier weitere. Und das sollte ja hoffentlich erstmal genügen. Schauen wir mal. Oh, das müsste sich schon ausgehen, oder? Das können wir hier noch schön ausdehnen. Ja. Also da kriegen wir zur Not auf der Insel auch noch ein weiteres Ding. Weitere Maisplantage hingepflanzt, wenn man ein bisschen umbaut. Und vielleicht den Kautschuk nochmal irgendwo anders hinsetzt oder so. Ja, das passt schon erstmal, hoffe ich doch. Leinen los. Das ist gar nicht die Maisroute. Okay, das wird sich jetzt wahrscheinlich noch nicht bemerkbar machen, oder? Aber es hat schon wieder ein bisschen abgenommen. Also das bessert sich langsam. Das kriegen wir langsam aber sicher in den Griff, das Problem hier drüben. Rum nimmt auch zu. Sehr gut. Wie schaut es mit Kaffee aus? Nimmt auch zu. Gold könnte dann auch so das nächste Problem werden. Weil da habe ich jetzt, glaube ich, auch schon alle Vorkommen angezapft. Also früher oder später wäre ich auch nicht drum rumkommen, mir hier in der neuen Welt nochmal eine weitere Insel unter den Nagel zu reißen. Und dann werde ich wahrscheinlich eher auf den Wibblesock gehen. Ja, ich werde mir noch ein bisschen Zeit lassen damit, aber da werde ich nicht drum rumkommen. So, hier können wir den Heini mal ausladen. Wobei ich den sowieso dann in die neue, in die alte Welt befördern muss. Was sagen denn die Vorräte? Rindfleisch, das sollte eigentlich noch passen. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur warten, bis der Mais hier drüben ankommt, bis sich das auswirkt mit den neuen Plantagen. Und dann sollte erstmal hier drüben alles gut sein, hoffe ich doch. Wie viele Tortilla-Bäckereien haben wir hier drüben? 1, 2 sehe ich. Wirklich nur 2? Ernsthaft? Ich bin die ganze Zeit mit gerade mal 2 von diesen Tortilla-Bäckereien ausgekommen. Ist ja auch erstaunlich. Okay, spielt jetzt natürlich keine Rolle. Möglicherweise kann ich noch eine weitere bauen, wenn jetzt die Maisproduktion erhöht wurde, aber okay, lassen wir erstmal so. Was ist hier eigentlich noch an Warnung? Okay, das ist die Arbeitskraft. Aber das sollte sich einpendeln. Sollte passen, denke ich mal. Was wollte ich jetzt noch? Kann man, glaube ich, erstmal alles so stehen lassen. Ah, nee, ein letzter Kontrollblick nochmal hier ins Warenlager. Wie schaut es denn überhaupt generell mit dem Kakao aus? Wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Die hätte ich auch einfach so wegreißen können und durch Mais ersetzen, weil ich hier sowieso die totale Überproduktion habe. Naja, gut. Okay. Sei es drum. Wir könnten, ja, können wir uns wahrscheinlich von der Arbeitskraft her nicht leisten, um das einfach wegzuverarbeiten, den Kakao, noch eine weitere Schokofabrik, aber das kostet mich 100 Obrero-Arbeitskraft. Das kann ich mir nicht leisten. Keine Chance. Okay, aber passt schon. Das kann man jetzt, glaube ich, erstmal so abhaken. Wir können einen kurzen Blick drauf werfen. Nur Interesse halber, Herr Wibblesock. Ich habe hier keine Hintergedanken. Aber das wäre schon gar keine so schlechte Insel. Da sind 6 Goldvorkommen. Und die hat ja alle angezapft. Und das sind ja, theoretisch sind das halt meine, ne? Darf man nicht vergessen. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Also die Insel wäre nicht so schlecht. Dann hat er hier noch eine tatsächlich. Hier so eine winzige Insel hat er sich hier geschnappt. Ja, die kann er von mir aus behalten. Das wird wahrscheinlich langfristig seine einzige Insel sein, die ich oder wir ihm hier lassen. Dafür werde ich dann schon sorgen. Irgendwann. Hier haben wir auch nochmal 3 Goldvorkommen. Mega viel Öl. 21 Ölquellen. Ja, leckt mich doch am... Ja, nicht schlecht. Das wäre halt hier das Öl Island. Aber eher diese Insel hier. Gold, wie gesagt, das wird wahrscheinlich irgendwann so ein Engpass werden.
Und dann würde sich natürlich diese Insel förmlich aufdrängen. Naja. Ja, nur sowas für die Zukunftsplanung. So, okay. Also hier heißt es einfach abwarten. Hier heißt es einfach nur abwarten. Gut, schwingen wir uns mal wieder zurück in die alte Welt, denn da warten ja auch noch so ein paar Probleme auf mich. Wie schaut's aus? Geht's hier voran? Oh, schon fast zur Hälfte abgeschlossen. Ausgezeichnet. Alles vorhanden, was da sein sollte. Und ich denke, ich könnte jetzt zumindest mal eine von diesen Fabriken auch wieder anschmeißen. Es bildet sich bereits eine Staubschicht. Sonst gibt Startet das ja auch nur Stress. Schauen wir doch mal. Bedürfnisse. Das hier. Wer braucht denn die Hochräder? Und die Investoren, glaube ich, oder? Bedürfnisse. Nee, wo sind denn die Hochräder? Ach, hier doch, die Investoren. Und ich dachte eigentlich, dass die Ingenieure auch... Doch, die sind auch mit Hochrädern unterwegs. Okay, dann ist es auf jeden Fall keine schlechte Idee gewesen, eine jetzt die Produktion Fabrik wieder anzuschmeißen. Alles andere ist aktuell gedeckt an Bedürfnissen. Also das läuft. Das passt schon. Was war das jetzt hier für eine Meldung? Was war das denn? Ach so, okay. Fehlt wieder irgendwas. Ist jetzt doch, haben sie jetzt den ganzen Kautschuk abgezogen? Nee. Was fehlt denn jetzt? Warum? Ich kann nicht erkennen, dass hier irgendwas fehlt. Keine Produktion. Alles da. Nicht in rauen Mengen, aber das sollte doch wohl ausreichend sein. Oder habe ich jetzt nicht... Doch. Genügend Ingenieursarbeitskraft habe ich. Arbeitskräfteauftrag. Was ist das? Umschalten, um mehr Arbeitskräfte vom selben Typ aus anderen Gebäuden zuzuweisen. Kunst ist Wissenschaft. Ja, es muss doch auch so gehen. Woran mangelt es denn? Habe ich nicht genügend Investoren oder was? Nee, hier steht es drin. Über 5000? Hä? Fehlende Waren. Okay, fehlende Waren. Dann kann es nicht an Arbeitskraft scheitern. Dann haben sie jetzt einfach von irgendwas zu wenig. Oder es dauert einfach, weil, also vielleicht ist ja zwischendrin immer mal wieder so ein kleiner Engpass, weil die Sachen erst nachtransportiert werden müssen. Hier wurden jetzt auf jeden Fall wieder Glühbirnen hingebracht. Oder muss das wirklich komplett voll sein? Kann ja auch sein. Glühbirnen werden jetzt wieder 150 von 150 und mangelt jetzt tatsächlich an Kautschuk. Dann mache ich aber die verdammte Fabrik hier nochmal aus. Okay, denen fehlen halt auch Waren. Es mangelt an Kautschuk. Das wird das Problem sein. Dann lassen wir die jetzt einfach so lange aus, bis die aktuelle Bauphase abgeschlossen ist. Ja, Lager sind leer, okay. Es kommt halt auch keine Sau vorbei und vertickt mir einfach mal ein bisschen Kautschuk. Also, ich glaube, es hat noch keiner Kautschuk hier abgeliefert. Das ist verdammt ärgerlich. Oder ich transportiere vielleicht habe ich einen Transportengpass für den Kautschuk. Lass uns nochmal schauen in der neuen Welt. Und zwar, sonst kann ich ja einfach manuell nochmal schnell ein Schiff losschicken, wenn ich... Ah, okay, aber die Lager sind ja auch leer. Kautschuk. Ah, das Kautschuk-Problem. Aber da produziere ich, also wahrscheinlich... Ich habe zwar ein bisschen nachgerüstet, aber das wird immer noch nicht genug sein. Hier sind wir auch bei Null. Wurde, glaube ich, gerade abgeholt, kann das sein? Hier ist gerade ein Schiff weggefahren. Hat der Kautschuk dabei? Nee, der hat keinen Kautschuk dabei. Der da vorne. 5 Kautschuk hat der nur dabei. Ach du heiliges Blechle. Ja, was machen wir denn da? Und Kautschuk gab es ja. Doch, gab es hier auch. Okay, was kostet mich Kautschuk? Auch nur Journaliero-Arbeitskraft. Na gut, okay, dann drehen wir hier ein bisschen mit Kautschuk auf. Würde ich sagen. Ressourcen sind genügend vorhanden. Ziehen hier einfach mal so eine Handelsstraße. Stellen da ein Lagerhaus hin und. Dann gibt es hier nochmal ein bisschen Kautschuk-Nachschub. 2 Stück erstmal und gleich die Route anpassen. Und zwar die Route, die nach Palma Suato führt. Das wäre hier zum Beispiel. Achso, Moment mal, transportiere ich schon? Habe ich hier schon Kautschuk angebaut? Ich habe... Ah, Junge, Junge. Ich hab's gleich. Aber ich habe doch noch eine zweite. Genau, das wäre noch die Maisroute. Ja, okay, aber der hat eh schon alle Slots belegt. Okay, mal schauen. Wie sieht's hier mit den Kautschukbeständen aus? Lohnt sich das überhaupt?
Okay, ja, das wird schon vollständig abtransportiert. Deswegen einfach hier Kautschukproduktion erhöhen. Und dann kommt auch wieder mehr auf der Hauptinsel hier in der neuen Welt an. Und dann sollte das auch passen. Nur eine Frage der Zeit. Aber das ist jetzt, glaube ich, genau die Schraube, an der ich drehen muss, um wieder genügend Kautschuk zu haben. Das ist natürlich schon eine lästige Handelskette insgesamt, weil bis das dann mal in der alten Welt auftaucht, das dauert halt. Sollen wir uns gleich noch ein weiteres gönnen? Ist von der Arbeitskraft her locker. Ja, die kostet alles nur 10 Bauernarbeitskraft, 10 Journaleros, kein Problem. Einen stellen wir noch hin von den Dingern. Es mangelt an Arbeitskraft. Dann haben wir plus 3. Und dann ist das gut. Okay, das passt erstmal. Würde ich behaupten. Lagerhaus, 3 weitere Kautschukplantagen. Und dann heißt es halt einfach warten. Gut, sehr gut. Ach, was mir auch gerade noch einfällt. Zwischenzeitlich, das war halt wirklich, also außerhalb jeglicher Aufnahme, ist tatsächlich hier der Pirat, der Jean Lafortune, tatsächlich hier nochmal angekommen und hat versucht, sich hier niederzulassen. Deswegen habe ich jetzt hier auch wieder Schlachtschiffe abgestellt. Ja, also die versuchen da schon regelmäßig, sich hier wieder einzunisten. Ich weiß nicht, wie regelmäßig, aber er wird es garantiert nochmal versuchen. Also der ist nicht weg. Da muss man einfach aufpassen, dass das nicht passiert. Aber dafür wäre ich schon Sorge getragen. Der kommt auch immer mit derselben Anzahl Schiffe an. Also bislang, glaube ich zumindest. Kann natürlich sein, dass er das vielleicht so nach und nach erhöht. Aber beim letzten Mal hat er 3 von diesen, oh, wie heißen die noch? Von diesen Monitoren dabei gehabt. Also diese, ja, Scout-Schiffe, die ja wirklich nicht allzu stark sind. Also 3 von den dicken Schlachtschiffen. Zweimal 2 Linienschiffe und einen Schlachtkreuzer. Das sollte schon genügen, um das hier dauerhaft zu halten, diesen Punkt. Okay. Na gut, mehr kann ich jetzt, glaube ich... Oh, das wird halt immer dramatischer hier mit der Arbeitskraft. Mangelt es immer noch so massiv an Mais. Rindfleisch nimmt gut zu, Mais. Okay. Kommt jetzt aber auch langsam wieder in Fahrt und nimmt leicht zu. Deswegen würde ich sagen, direkt nochmal eine Tortilla-Bäckerei. Es mangelt an Tortillas, oder? Es füllt sich zwar so minimal, aber fehlt den, den fehlt halt auch noch mehr, ne? Okay, irgendwo hier in der Ecke sollte ich nochmal eine Kapelle aufstellen. Und auf jeden Fall jetzt nochmal eine Tortilla-Bäckerei. Ganz klar. Zack. Ach, so geht ja gar nicht, wegen der Arbeitskraft. Oh. Boah. Aber ich mache so viel Geld, ich sollte auch einfach noch parallel dazu Tortillas dazu kaufen, ne? Wo sind sie denn? Die leckeren Wraps. Hier sind sie. Kaufen. Und zitt, einmal hochfahren. Und das sollte ja ein relativ gängiges Gut hier drüben sein in der neuen Welt. Also da sollte sich wohl einer der Händler mal finden lassen und mir ein bisschen was von dem Zeug hier vorbeikarren, hoffe ich doch. Ich muss halt erst hier wieder in den grünen Bereich kommen quasi. Schwarze Zahlen schreiben. Um dann eben nochmal eine weitere Tortilla-Bäckerei bauen zu können. Items, passende Items habe ich nicht zufällig, oder? Um die Tortilla-Produktion anzuheizen. Handelskammer-Items. Beeinflusst Tortilla-Bäckerei. Ersetzt aus statt Rindfleisch Fischöl. Bringt mir das was? Ja, nicht wirklich. Also das erhöht ja jetzt den Output nicht und Rindfleisch habe ich eigentlich genügend. Wäre aber vielleicht langfristig eine Maßnahme. Wobei Fischöl, wie viel Fischöl habe ich denn hier? Aber Fischöl zu produzieren, okay. Da sind die Dinger schon voll. Oh, das wäre aber eine Überlegung wert. Weil was kostet mich das denn Arbeitskraft? 20 Journalieros. Und das Fischöl kostet mich wie viel? Wahrscheinlich weniger, sonst würde sich das ja nicht lohnen. Wofür brauche ich denn nochmal Fischöl? Ich glaube für die gebackenen Bananen. 15, naja gut, ist überschaubar, aber immerhin. Andererseits senkt das halt die Attraktivität. Ist es bei Rindanbau genau dasselbe? Bei Rinderzucht? Rindanbau. Nee. Ja, dann würde ich das aber so lassen. Wegen den paar läppischen Arbeitskräften und wegen dem bisschen Unterhaltskosten. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Machen wir nicht. Aber irgendein Item, was mir halt... was die Produktivität steigert, das wäre schon sehr, sehr cool. Aber da habe ich jetzt gar nichts am Start. Das wäre auch nicht schlecht. Allerdings bringt mir das hier natürlich nichts.
Was sagen denn die Händler? Beziehungsweise es gibt ja, glaube ich, nur die eine hier. Schön, ihn zu sehen. Isabel. Ein freundliches Gesicht zu sehen. Irgendwelche Items am Start, die mir das Leben hinsichtlich Futter hier leichter machen. Kakao, Kautschuk, tralala, bringt mir alles nichts. Wir würfeln mal, oder? Schokoladenfabrik, Kaffeerösterei, Zigarrenmanufaktur, Saatgut. Ich habe recht, dir zu vertrauen. Also so auf die Schnelle. Das ist der gleiche Spaß statt... Ah nee, Moment, das ist beeinflusst Küche, aber das sind die gebackenen Bananen. Bringt mir auch nichts. Beeinflusst Schokoladenfabrik. Ah, nicht wirklich, ne? Beeinflusst Küche. Ich bräuchte halt irgendwas, was die Produktivität der Tortilla-Bäckerei erhöht, aber da ist nichts dabei. Nichts, nichts, nichts. Und nochmal nichts. Nee, kann man vergessen. Und einen weiteren Händler gibt es ja hier drüben nicht. Die sind halt... Und in der alten Welt werde ich nichts in der Richtung finden, glaube ich. Und sonst verkauft ja niemand Items hier drüben. Nee, kann ich vergessen. Kann ich vergessen. Also da muss ich jetzt einfach warten, bis sich das hier wieder einpendelt. In der Hoffnung, dass es sich überhaupt wieder einpendelt. Ja, ist halt schwierig. Wenn ich jetzt keine weitere... Ah, oh, das ist... Muss ich mir echt ernsthaft Gedanken drüber machen. Oder soll ich jetzt doch nochmal... Ich stelle nochmal eine weitere Tortilla-Bäckerei hin und schaue, was ich von den anderen Sachen dann abstellen kann. Es braucht halt schon 100 Arbeitskraft. Das ist halt schon echt nicht wenig. Wo haben wir denn überhaupt noch Platz? Es wird verdammt eng hier auf der Insel. Ja, hier drüben geht noch ein bisschen was. Hier vielleicht? Ja, das ist nicht so schlecht. In der Nähe vom Warenhaus. Kann sich auch direkt hier bei der Rinderfarm bedienen. So, und was könnte ich denn jetzt noch abstellen von den... Ich weiß es nicht. Eine Rumbrennerei. Hat sich ja auch wieder ein bisschen verbessert, die Situation, ne? Fischölzeug abzustellen bringt ja nichts, weil das ist ja Jornalero-Arbeitskraft. Ich muss also... Ja, Rumbrennerei, ist das ernsthaft auch nur Jornalero-Arbeitskraft? Schaut so aus, gell? Ja, definitiv. Das könnte ich abstellen. Kaffeerösterei. Schaut es mit den Kaffeebeständen aus? Kaffee, Kaffee, Kaffee. 119. Nimmt aber nicht zu. Habe ich irgendwo eine massive Überproduktion? Eigentlich nicht. Also da sieht es wirklich nicht so gut aus. Filz, das ist auch nur ein Zwischenprodukt, ist wahrscheinlich Jornalero-Sache, oder? Filz, Filz, Filz müsste hier dabei sein irgendwo, oder? Ne, bei den Ponchos, glaube ich, ist es einsortiert. Alpaka... Wo ist denn die Filzproduktion? Oder ist es doch? Nee, bei den Melonen, genau. Kostet mich aber auch nur... Ja, ist auch die falsche Arbeitskraft. Bringt alles nichts. Soll ich... Ja, ich muss es fast riskieren. Das muss ich einpendeln hier. Machen wir mal eine Kaffeerösterei aus. Wird schon nicht so schlimm sein. Dann sind wir hier zumindest jetzt gerade mal im positiven Bereich gelandet. Haben eine Tortilla-Bäckerei mehr. Sollten noch genügend Rindfleisch für die Tortilla-Produktion haben. Und das Mais-Ding haben wir sowieso hochgedreht. Ja, das könnte schon passen. Okay, so glaube ich, kann man sie erstmal stehen lassen. Dann schauen wir noch abschließend in der alten Welt vorbei. Und schauen mal, was das Dingsbums sagt. Oh, was ist mit den Bauern los? Fehlt denen irgendwas? Woran scheitert es denn? Irgendwas hat ihm wahrscheinlich gerade gefehlt. Und viel kann es nicht sein. Klamotten, Fische und bei der Zufriedenheit. Das sollte eigentlich... die Arbeitskraft nicht so drücken. Fische sind die Lage absolut voll, Klamotten auch. Ja, gute Frage. Woran mangelt es denn? Oder haben sie doch irgendwie so ein Zufriedenheitsdefizit irgendwo? Ich meine, jetzt pendelt sich das gerade wieder ein. Das ist ja merkwürdig. Ah, das könnten aber vielleicht auch irgendwelche Pendler sein. Auf irgendeiner Insel, die Bedürfnisse nicht gedeckt haben, oder? Kann das sein? Jetzt wird es wieder schlechter. Ah, Leute, ihr macht mich wahnsinnig. Machen Sie bloß weiter so. Na gut, ich muss jetzt einfach in erster Linie mal zusehen, dass das Ding hier abgeschlossen ist, weil das zieht halt so viele Ressourcen. Und sobald ich das abgeschlossen habe, glaube ich, dann sieht die Welt auch nochmal wieder anders aus. Dann sollte das alles wieder ein bisschen einfacher vonstatten gehen. Okay, mit all diesen Problemen
lasse ich euch zurück. ihr seid entlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Würde mich sehr freuen. Bis dahin und macht's gut.